Hallo Freunde! Nachdem wir in der letzten Episode gelernt haben, wie man in Tumum den Pinsel schwingt, können wir endlich ans Eingemachte gehen und uns um den richtig heißen Scheiß kümmern. Heute, meine lieben Freunde, lernen wir Tumums Animationsfunktionen kennen. Der erste Teil dieses Videos geht im Allgemeinen auf die wichtigsten Funktionen ein. Im zweiten Teil des Videos folgen dann zwei Animationsdemos, in denen wir traditionelle Pose-to-Pose und Cutout-Animation ausprobieren. Sehen wir uns zuallererst die Timeline genauer an. Angerissen haben wir diese bereits thematisch in der Episode Grundlagen. Nun werden wir das noch einmal im Detail tun. Layer sind als eine lineare Repräsentation eurer Frames zu verstehen, also angenommen, ihr animiert Charakter A, so würden alle Zeichnungen, die ihn betreffen, auf einem eigenen Layer landen. Die Default Frame Rate per Second ist in Tumum bei 24 Frames eingestellt, ändern könnt ihr das im FPS-Feld der Playback Toolbar. Ihr könnt euch zu euren Ebenen auch die Thumbnails anzeigen lassen, indem ihr auf Show Hide All Thumbnails klickt. Das geht auch für die Frames eurer Timeline, wenn ihr diese im Fokus habt und bei gedrückter STRG-Taste hineinscrollt oder die Zoombar benutzt. Wenn ihr mehr Layer braucht, könnt ihr weitere erstellen, indem ihr dieses Plus liebkost und Drawing auswählt oder ihr macht es wie die richtig coolen Leute und klickt auf den Add Drawing Layer Button. Mit dem Minus-Symbol können Layer wieder entfernt werden. Die Auswahl eines Layers erfolgt durch einfaches Anklicken. Zwischen den Layern navigieren könnt ihr mit den Shortcuts H und J. Eure Layer könnt ihr locken, sodass sie nicht mehr bearbeitet werden können. Dazu braucht ihr nur das Lock Layer-Symbol anklicken. Um einen Layer ganz auszublenden, müsst ihr diese süßen Cartoon-Augen anklicken. Sofern ihr keine Fledermaus seid, wird es euch freuen zu hören, dass ihr eure Layer farblich voneinander abgrenzen könnt. Dafür genügt ein Doppelklick auf dieses frivole Feld hier und ihr seid imstande, eine Farbe eurer Wahl einzustellen. Die Deckkraft eines Layers kann ebenfalls heruntergesetzt werden, dafür nehmt ihr eine Einstellung für die Opacity vor. Jetzt zeige ich euch, wie ihr durch eure Animation navigieren könnt. Zunächst einmal legt ihr über die roten Marke einen Ausfallbereich fest, abspielen könnt ihr die Frames, indem ihr auf das Play-Symbol klickt oder den Shortcut Shift-Enter nutzt. Wenn ihr euer Werk im Loop betrachten wollt, müsst ihr das Loop-Symbol auswählen, sowie mit diesen dreieckigen Banausen hier eine Loop-Region festlegen. Den Sound aktiviert ihr über dieses Lautsprechersymbol, der andere Lautsprecher steht für die Scrubbing-Funktion, welches euch ermöglicht, den Sound dort abzuspielen, wo sich euer Playhead befindet. Um zwischen den Frames vor- und zurückzuspringen, könnt ihr diese anklicken oder mit Punkt und Komma vor- und zurückflippen. Mit diesen Hotkeys geht das jedoch nur in Einzelschritt. Angenommen, eure Drawings sind on twos, also zwei Frames lang getimed, könnt ihr die Hotkeys F und G zum Springen benutzen, damit wirklich nur zwischen den Zeichnungen gesprungen wird. Um zwischen den Keyframes zu springen, könnt ihr die Hotkeys Punkt, Komma und Apostroph nutzen. Mit dem Jog-Tool könnt ihr die Szene in variabler Geschwindigkeit abspielen. Je weiter ihr den Slider aufdreht, desto schneller wird die Szene abgespielt. Sobald ihr diesen loslasst, setzt dieser wieder zurück. Layer halten eine ganze Reihe animierbarer Parameter bereit. Da wären die Position, die Skalierung, die Rotation oder ob das Ganze angeschrägt werden soll. Für all diese Parameter könnt ihr Keyframes setzen, zwischen denen eine bestimmte Bewegung animiert wird. Wenn ihr zum Beispiel bei Position in der X- oder Y-Achse zwischen einem Keyframe A und B eine Veränderung vornimmt, wird diese automatisch animiert. Natürlich geht es noch auf eine andere Weise. Wählt das zu animierende Objekt aus, drückt Shift-P, damit ihr euren Drawing Pivot Point setzen könnt, wählt dann das Transform Tool aus und bewegt den Player zu den Stellen, an denen ihr einen Keyframe setzen wollt. Im Animate Mode wird dann bei jeder vorgenommenen Veränderung ein Keyframe gesetzt. Keyframes können neben dem Plus-Symbol in den Layer Properties und dem Bewegen des Transformationstools auch mit dem Shortcut F6 erstellt werden. Mit F7 können sie wieder entfernt werden. Mit Function Curves könnt ihr harmonische Bewegungen designen. Klickt auf das Function Curve-Symbol, wählt Create Bezier aus und öffnet den Graphen per Doppelklick auf den zu animierenden Properties Layer. Für dieses Objekt möchte ich einen netten Ease-In, Ease-Out setzen. Damit ist gemeint, dass Anfang und Ende einer Bewegung langsamer werden, während sich der Übergang zwischen den Extrempositionen schnell vollzieht. Durch Ausziehen der Handles entsteht diese coole Piste hier und das war es im Grunde auch schon. Nun kann man das Resultat mit feuchten Augen betrachten. Ich würde gerne noch genauer auf das Thema Keyframes eingehen. Diese solltet ihr nicht mit Key Drawings verwechseln. Letztere sind Kategorien der traditionellen Animationskunst. Die Zeichnung selbst ist also von vornherein ein Schlüsselbild und wird mit diesem Hintergedanken gezeichnet. Keyframes werden nachträglich auf die Zeichnung angewendet, um Bewegung zu erzeugen. Man könnte also ein statisches Objekt zeichnen, diese Zeichnung 40 Frames lang ziehen und hierauf Keyframes anlegen, um das Objekt nachträglich zu animieren, so wie wir es eben getan haben. Demnach kann man auch Keyframes auf Key Drawings anwenden. Nachdem eure süßen Erdnussgehirne nun absorbiert haben, dass Keyframes und Key Drawings nicht zwangsläufig dasselbe sind, kann ich nun die Überleitung zu den Pack-Layern machen. Bisher haben wir Keyframes nur direkt auf den Drawing-Layer angewendet. In Harmony kann man Keyframe-Animationen
aber auch auf einen Pack-Layer auslagern, unter dem der Drawing-Layer genestet ist. Ihr könntet die Keyframe-Animation also kopieren und auf ein anderes Objekt anwenden, wenn ihr das so möchtet. Und ihr könnt den Pack-Layer ausblenden, wenn ihr nur eure Zeichnung bearbeiten wollt, ohne dabei von Motion oder Transformation abgelenkt zu werden. Einen Pack-Layer könnt ihr über Add Layer hinzufügen oder direkt über den Add Pack-Button. Als Animator ist man natürlich stets auf die Onion-Skin-Funktion angewiesen, mit der man vorangegangene und vorausliegende Frames in verringerter Deckkraft und in geänderter Farbe sehen und mit dem aktuell ausgewählten Frame abgleichen kann. Aktivieren könnt ihr die Funktion über dieses tortenartige Symbol oder mit dem Shortcut Alt-O. Mit diesen Markern könnt ihr abstecken, wie viele Frames ihr zurück- oder vorausschauen wollt. Seit Harmony 16 gibt es zudem auch die Advanced Onion Skin Function, die ihr über die Tools Toolbar aktivieren und mit der ihr viele weitere Feineinstellungen vornehmen könnt. Dazu aktiviert ihr den Advanced Onion Skin Mode und öffnet unter Windows Onion Skin ein entsprechendes Menü. Hier könnt ihr Farbeinstellungen ändern, sowie die Deckkraft einzelner oder aller vorausgehenden und nachfolgenden Frames. Auch könnt ihr einstellen, ob zum Beispiel nur Keydrawings, Breakdowns oder Inbetweens angezeigt werden sollen. Zuvor müsst ihr die Frames als solche markieren, dafür müsst ihr auf den entsprechenden Frame rechtsklicken und diesen unter Drawings, Mark Drawing S entsprechend markieren. Jetzt sehen wir uns ein paar Möglichkeiten an, wie wir unsere Frames in der Timeline timen können. Frames könnt ihr auswählen, indem ihr bei gedrückter Shift-Taste den Start-Frame und End-Frame eurer Auswahl anklickt oder bei gedrückter Maustaste die entsprechenden Frames auswählt. Per Rechtsklick auf einen beliebigen Frame, Exposure, Set Exposure, könnt ihr die Exposure eurer Zeichnung beliebig verlängern. Für die Exposures 1, 2 und 3 gibt es Presets. Die Frame Exposure kann ebenfalls durch Drücken von Plus und Minus verlängert oder verkürzt werden. Wenn ihr vorhabt, einen Cycle oder Loop zu erstellen, wählt die Frames, die ihr cyclen wollt, aus. Dann könnt ihr per Rechtsklick Create Cycle und dann die Anzahl der Cycles auswählen. Und schon haben wir diesen in unserer Timeline. Drawing Frames sind in Toonboom automatisch gelinkt. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man nicht darauf vorbereitet ist, aber gleichermaßen super praktisch. Denn wenn ihr einen Frame mehrfach in eurer Komposition haben wollt, braucht ihr nur einen dieser Frames zu editieren und die anderen werden automatisch aktualisiert. Wenn ihr die Verlinkung aufheben wollt, müsst ihr diesen duplizieren. Sorgt dafür, dass euer Frame auf mindestens 2 Frames verlängert wurde, klickt dann in den verlängerten Frame hinein und dupliziert die Zeichnung, indem ihr entweder auf den Duplicate Drawing Button in der Timeline View klickt, per Rechtsklick auf den entsprechenden Frame unter Drawings Duplicate Drawings auswählt oder den Shortcut Alt-Shift-D nutzt. Stellt euch vor, ihr habt eine ganze Szene animiert und bemerkt dann erst, dass ihr layout-technisch komplett verkackt habt. Kein Problem, denn dafür gibt es die Funktion Reposition All Drawings. Einmal ausgewählt, könnt ihr alle Frames auf einmal verschieben. Bevor wir das nächste Thema anschneiden, habe ich noch 2 kleine Quick-Tipps für euch. Wenn ihr die Einstellung Camera Mask aktiviert habt, ist das Sichtfeld der Kamera maskiert. Auch könnt ihr die Safe Area einblenden lassen. Das ist der Bereich, in dem der wichtige Scheiß auf jeden Fall untergebracht werden sollte. Und das war's auch schon. Die Advanced Animation Tools sind für die Transformation der Animation Keyframes angedacht. Arbeiten kann man mit diesen Tools nur in der Camera View. Ihr solltet in den Tool Properties dabei stets den Pack Selection Mode aktivieren. In diesem Modus könnt ihr Objekte in der Camera View bewegen und es werden ausschließlich Keyframes auf dem Pack Layer erstellt, während der Drawing Layer ignoriert wird. Mit dem Translate Tool könnt ihr Objekte auf der vertikalen und horizontalen verschieben. Dafür müsst ihr das Objekt mit der Maus hin und her dragen. Rotation und das Verschieben von Pivot Points werden durch das Rotate Tool ermöglicht. Mit dem Scale Tool sind Skalierungen möglich und das Skew Tool dient dem Anschrägen von Objekten. Kommen wir nun zum Fun-Part und machen eine kleine Animationsdemo. Beginnen möchte ich mit traditioneller Animationskunst, bei der jedes Bild von Hand gezeichnet wird. Das ist der Stil, in dem wir arbeiten und wir nutzen dafür die Pose-to-Pose-Methode. Vorbereitend importiere ich meine Soundspur in Harmony, indem ich über File, Import, Sound gehe und das gute Stück auswähle. Denkt bitte daran, den Sound- und Scrubbing-Button in eurer Playback-Toolbar zu aktivieren, damit dieser live gestreamt werden kann. Und schon kann es losgehen. Zunächst einmal sketche ich meine Key-Drawings und Extremes auf einem Drawing-Layer in der Timeline. Die Rough Sketches lege ich auf dem Underlay Art Layer an und nutze hierbei eine Textured Vector Brush. Dafür habe ich mir ein Tool Preset angelegt. Wie das geht, könnt ihr nochmal in Episode 2 nachschauen. Anschließend kann man das ganze Time, also festlegen, für wie viele Frames diese Key- und Extremzeichnung abgespielt werden sollen. Auch markiere ich meine Extremes und Keys als Key Drawings, sodass ich mir diese mit dem Advanced Onion Skill Tool anzeigen lassen kann. Und das gleiche Spiel mache ich nochmal, nachdem ich meine Breakdowns gesketcht habe. Timing Charts und Markierungen könnt ihr übrigens auf dem Overlay Art Layer unterbringen. Beim Cleanup könnt ihr dann den Line Art Layer auswählen. Ich nehme hierfür gerne das Pencil Tool. Solltet ihr versehentlich eine Zeichnung löschen, keine Panik. Jede Zeichnung wird in der Library aufbewahrt. Sucht einfach nach dieser und lasst den Regler los, wenn ihr sie gefunden habt. Auf dem ausgewählten Frame wird diese dann eingefügt.
Beim Animieren müsst ihr jede Zeichnung natürlich stets im Kontext der anderen sehen. Dafür könnt ihr flippen mit den zuvor bereits genannten Shortcuts Punkt und Komma, die zum Flippen zwischen einzelnen Frames da sind, sowie F und G für ein Flippen zwischen den Zeichnungen. Toomum Harmony verfügt weiterhin über ein X-Sheet, was ich hier jedoch ausblende, da dies hier kein richtiges Animationstutorial, sondern ein Animationssoftware-Tutorial sein soll. Ja, das war die erste Demo, jetzt sehen wir uns noch Cutout Animation an. Bei Cutout Animation zeichnen wir nicht jede Pose, jedes Breakdown und jedes In-Between neu. Wir legen eine gerigte Charaktermarionette an, die wir an den Keyframes beliebig anpassen. Die In-Betweens übernimmt dann der Computer. Wir haben hier bereits einen fertig gecolorten Charakter, das Lineart befindet sich auf dem Lineart, das Colorart auf dem Colorart Layer. Jetzt müssen wir erstmal jedes Körperteil grob mit dem Cutter Tool ausschneiden. Wählt in den Tool Properties unbedingt Apply to Line and Colorart aus, damit alle Sublayer gleichzeitig ausgeschnitten werden. Noch in der Auswahl müsst ihr dann F9 drücken, so könnt ihr super schnell einen neuen Layer erstellen. Benennt die Layer am besten direkt im Dialogfeld, damit kein Chaos entsteht. Achtet bei diesem Prozess stets darauf, in der Camera View zu sein, sonst funktioniert der Hotkey nicht. Nachdem alle Cuts auf einem separaten Layer sind, müssen diese noch gecleant werden. Wir wechseln hierfür in die Drawing View und aktivieren dabei Show All Sublayers. Jetzt könnt ihr überschüssige Farbflächen und Linien mit dem Select Tool auswählen. Manchmal müsst ihr Komponenten nochmal colorn, dafür könnt ihr die Form mit dem Draw Behind Tool schließen und mit dem Bucket Tool füllen. Offene Stellen im Linework können zum Beispiel mit dem Contour Editor Tool geschlossen werden oder dem Pencil Editor Tool, was auch immer. Natürlich müsst ihr die Komponenten noch richtig organisieren, falls noch einzelne im Vordergrund sind und dort nicht hingehören. Jetzt verlassen wir die Timeline-Ansicht und wechseln in die Node View. Jede Node steht für ein Layer in eurer Timeline und in dieser Ansicht könnt ihr aufwendige Spielereien wie Cutout Rigs viel effektiver organisieren. Zunächst einmal findet ihr einen riesigen Salat vor, den könnt ihr direkt mal sortieren lassen, indem ihr die Display Node anklickt und auf den Order Node View Up Button klickt. Mit diesem Dialogfeld könnt ihr dann einstellen, wie groß die Abstände zwischen den Nodes sein sollen. Je weiter links ein Layer auf der Composite Node geschaltet ist, desto weiter oben ist er in der vertikal organisierten Timeline-Ansicht zu finden. Nun fügen wir jeder Drawing Node eine Pack Node hinzu, wählt dazu alle Drawing Nodes aus und nutzt den Shortcut STRG Shift plus P. Jetzt legen wir Packs für Komponenten an, die wir auch als Gruppe bewegen wollen. Spontan fällt mir hier der Kopf und die Haare ein, bei aufwendigen Rigs zerteilt man das Gesicht ebenfalls in einzelne animierbare Komponenten. Das lassen wir für diese Einführung jedoch bleiben. Da ich die Arme und Beine im Animationsprozess deformieren will, muss ich erstmal einen Deformer hinzufügen. In Toomum Harmony gibt es Bone und Curve Deformer. Bone Deformer würden sich eher für Arme eignen, deren Design Gelenke vorsieht. Deshalb nehmen wir hier einen Curve Deformer. Zunächst wählen wir das Rigging Tool aus. In den Tool Properties habe ich dabei den Automatic Mode aktiviert. In diesem werden nach der Art eures Vorgehens Bone und Curve Deformer gesetzt. Lasst uns loslegen. Beginne hier am oberen Ende, setze einen Pivot Point, halte die Maustaste gedrückt und ziehe ein Handle aus. Dann setze ich noch am unteren Ende einen Pivot Point und ja, jetzt kann ich noch mit den Handles die Krümmung gemäß der Form des Armes anpassen und schon sind wir fertig. Das Ganze machen wir jetzt noch für die Beine und in diesem Moment fällt mir auf, dass ich in meiner unendlichen Weisheit vergessen habe, die Füße auszuschneiden. Das hole ich nun peinlich berührt mal eben schnell nach. Ja, nachdem wir das nachgeholt haben, fügen wir auch den Beinen die Form hinzu. Bei ausgewähltem Transform Tool könnt ihr euch nun ansehen, wie ihr das Ding später animieren könnt. An den Pivot Points kann das Objekt gedreht werden. Mit den Handles können Deformationen vorgenommen werden. Da ich Arme und Beine zusammen mit den Händen und Füßen bewegen will, Hände und Füße jedoch nicht deformiert werden sollen, schalte ich eine Kinematic Output Note zwischen die Deformer Note des Arms und der Pack Note der Hand. Wir können direkt mal testen, ob alles in Ordnung ist, indem wir die Pack von unserem linken Arm anfassen und siehe da, der Arm kann deformiert werden, während die Hand in ihrer Ausgangsform bleibt. Na super! So, jetzt haben wir erstmal ein riesiges Chaos und sollten mal was dagegen tun. Erst einmal lösen wir die Nodes, die wir gruppieren wollen, von der Composite Node und schalten diese an eigene Composite Nodes. Per Doppelklick gelangen wir in die Einstellung der Composite Node und dürfen auf keinen Fall vergessen, diese auf Pass Through zu stellen, sonst kriegen wir später Probleme, wenn wir hiermit in der 3D-Ansicht rumspielen. Diese modifizierten Nodes schließen wir nun an die ursprüngliche Composite Node an. Nun können wir jeweils dazu übergehen, alle Nodes, die zu einer Gruppe gehören, in einer Group Node zusammenzufassen. Das geht per Auswahl, Rechtsklick, Group, Group Selection oder mit STRG plus G. Und keine Bange, eure schönen Nodes sind immer noch da. Klickt einfach auf diesen Pfeil und zack, könnt ihr sie ansehen und ja, ach,
Fickt euch doch, Mann. Spontan fällt mir ein, dass ich der süßen Jones noch einen Curve-Deformer an der Haartolle anbringen könnte und mache das auch noch schnell. Euch wird sicher nicht entgangen sein, dass wir den Torso bisher ausgelassen haben. Den werden wir nämlich jetzt mit allen anderen Komponenten verbinden. Zuvor bekommt jedoch auch dieser einen Deformer und dieses Mal nehmen wir einen Bone-Deformer. Ist nicht wahr, oder? Ein Bone-Deformer? Alter, was ist denn das, Mann? Meinen ersten Pivot-Point setze ich am unteren Rand des Torsos, setze einen weiteren ungefähr auf der Höhe des oberen Beckenrands und einen dritten am oberen Ende des Torsos. Für den Punkt am oberen Beckenrand passe ich den Radius auf die Breite des Torsos an und das war's auch schon. Jetzt verbinden wir den Torso mit allen Komponenten. Dafür brauchen wir erneut eine Kinematic Output Node, sonst würden die anderen Torso-Parts mitdeformiert werden. Diese schalten wir zwischen unsere Bone Deformer Node und die Packs aller Komponenten, die mit dem Body mitbewegt werden sollen. Nun müssen wir noch alle Pivot Points richtig setzen, dafür müssen wir jeweils auf jeden Layer gehen, das Rotate Tool in der Advanced Animation Toolbar auswählen und ja, die glanzvolle Aufgabe eben hinter uns bringen. Das hier ist wie gesagt ein sehr einfaches Rig, es gibt noch andere Möglichkeiten und Konzepte, die hiermit verbunden sind, damit würden wir aber den Rahmen dieser Episode sprengen. Ich erwäge aber an späterer Stelle eine Zusatzreihe über Tumum Harmony herauszubringen, in der solche Themen detailliert behandelt werden. Und mir ist klar, dass man Autopatch und Cutter Nodes nutzen kann und es Master Controller gibt und. Lasst uns das mal alles in einer Spezialfolge klären, würde ich sagen. Jetzt werden wir dieses shitty Rig animieren. Wählt an dieser Stelle das Transform Tool aus, aktiviert im Tool Properties Panel den Pack Selection Mode und stellt sicher, dass der Animate Mode aktiv ist. Mit dem Transform Tool können wir mannigfaltige Veränderungen vornehmen und Posen nach unserem Geschmack gestalten. Die In-Betweens dazwischen werden automatisch generiert. Zur Orientierung habe ich mir einen Drawing Layer erstellt und diesen mit Markierungen für die Fußposition und meine Arcs versehen. Arcs sind Bewegungskurven entlang derer sich Subjekte bewegen. Dort, wo ein Keyframe angelegt werden soll, müsst ihr den Player-Tim bewegen. Im Animate Mode werden diese dann automatisch bei Verwendung des Transform Tools generiert und zwar nur auf den Pack-Layern, da wir den Pack Selection Mode aktiviert haben. Und siehe da, nach ein wenig Gefriemel haben wir eine kleine Animation kreiert. Wunderschön. Wenn ihr euch eine fortgeschrittene Version von dieser Demonstration mit Lip-Sync zum Beispiel wünscht, lasst es mich wissen. Und ein kleiner Hinweis noch, ich musste den Body-Layer noch über die Arme und Beine schieben. Meine Notes sahen am Ende deshalb so aus. Also gut, das war es auch schon wieder. Nächste Woche dreht sich hier alles um das Coloring in Toon Boom. Bis dahin, macht es gut, meine lieben Freunde, und haltet die Ohren steif. Tschüss!